Es ist jetzt ein Mexican Stand-Up. Hä? Hä? Noch nie. Geil. Was ist das denn? Was hast du angestellt mit den Leuten, Chris? Ich raff's gerade gar nicht, Chat. Rafft ihr das? Was hast du angestellt mit den Leuten? Ich fand die Runde geil. Ich sag euch, würde ich dann an der Stelle voten? Ich würde jetzt erstmal noch nicht voten, weil okay. Es kommt noch eine... Okay, pass auf. Erzähl. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Among Us Video. Ich durfte letztens in der legendären Dienstaggruppe spielen, dank Matteo von Bonjour. Kuss geht raus an der Stelle. Und es ist in der letzten Runde einfach was Episches passiert. Es war eine Runde, die passiert vielleicht in einer von 1000. In der Runde war ich Jekyll. Der Jekyll ist quasi eine extra Rolle neben den Impostern, neben den Crewmates und so. Hat auch eine alleinige Win-Condition. Sein Ziel ist es, alle Imposter zu killen und alle Crewmates zu killen. Man hat also auch als Jekyll einen Kill-Button, aber wenden kann man nicht. Das bringt auf jeden Fall nochmal besonders viel Spice rein. Und ey, die Runde war wirklich unglaublich. Ja, mach ein bisschen. Aber wenn ich tot bin, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bedanke mich schon mal. Ich hau auch ab dann. Ja, danke. Vielen Dank fürs Einladen. Das war super witzig. Viel Spaß. Ich werde einfach abstechen vor allem. Viel Spaß. No, don't do it. Ey, mach mal bitte. Wenn ich wende, wisst ihr, ich bin im Posten. Da war wieder der Schakalruf. Kann ich irgendwas als Spy? Ja, Aufgaben machen und sass sein. Die anderen Imposter müssen glauben, dass ich einen Kill begangen habe. What are we doing here? Gehen wir jetzt forever light out. Jackal! Shu ist einfach. Ey, sie ist einfach Counter-Strike-Spielerin, ne? Töten wie ein Teaser, wie ein Jackal. Ach, also, come on. Ja, sorry, die ersten haben wir schon mal. Und okay. Zwar Timmit. Ich bin nämlich Engineer und ich habe gesehen, dass Timmit auch in den Vent gesprungen ist. Ist doch gar nichts passiert. Nein, Timmit ist in den Vent gesprungen, ich bin Engineer. Also, ich es bin gibt kein... nicht in den Vent gesprungen. Doch. Nein. Ich hab dich aber auch. Wann ist er reingesprungen? Ja. Okay. Ich bin gerade von Electrical rüber zu Camps und da ist er gerade auch reingesprungen. Das kann auch Baso, müsst ihr das bestätigen können, das müsste wahren, nein. Dass ich da halt in Dings reingesprungen bin. Okay, Shushu, Matteo war mit mir in Camps, ich war unten links. Ich bin nicht in den Vent gesprungen. Ich habe nur gesehen, aber wo ich und Matteo in Camps reinkamen, dann warst du auch unten rechts gestanden vor dem Vent. Ja, stimmt schon. Ich bin wirklich nicht reingesprungen. Aber ich habe dich gesehen, Timmit. Okay, ich bin Spy. Ich sag's jetzt schon mal. Ich weiß, dass Unge Engineer ist so. Oder Imposter, vielleicht mach ich gerade. Ja, aber du kannst, oder du kannst oder wenden, aber dann drückst du doch nicht bei... Also das wäre so... Also ich muss man nicht. Schon. Also, das also ich weiß nicht, warum... Hey, wieso kann also, ich nicht skippen? Genau Simons Move. Freunde, ich stehe vor dem Vent. Ich bin Spy. Ich wollte ein bisschen faken. Ja, er ist wirklich Spy. Ich wollte dich alle testen. Hä, was? Simon! Was ist dein Roll? Votet einfach mich. Ich habe in jedem Fall gesehen, dass Simon gewendet ist. Aber ich weiß halt nicht, ob er euch selbst. Votet einfach alle euch selbst. Ja, okay. Ja, wer trollt jetzt? Oh ja! Und erstmal Themen. Hä? Warum geht denn unsere Dafür bin ich safe. Ich finde es schön, dass ich mich selbst gewotet habe als Einziger. Anscheinend wusste gar keiner, welcher Tim gemeint war. Guck mal, ich wollte nur zeigen, dass wir ein gutes Team sind. Wir beste Team sind wir beste. Liebe. Einmal Liebe. So, ich weiß jetzt, dass Timmit Imposter ist. Tim. Stimmt, ich war ja Love. Oh Mann. Komm, diesmal kriegt Shushu mich nicht. Diesmal schafft sie es nicht. Mann, warum sind die alle so gut? Ich raff das nicht. Komm mit, Intel. Lass uns ein Team sein. Ja, ein Team. Sehr gut, beste Team. Junge. Beste Team. Für die Gang. Ich wusste, du wirst nicht fliegen, Timmit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Danke fürs Mitspielen, Flo. Varion hat sich an mir der Varion liegt schon länger vor mir. Er hat sich einfach an mir erschossen. Naja, weil er gucken wollte. Wahrscheinlich war Sheriff und wollte gucken, ob du wirklich. Ah, nee, warte, dann wärst du gestorben. Das geht ja nicht. Dann wärst du gestorben. Dann ist ein Warlock drin, oder? Dann ist ein Warlock drin und du hast getötet. Das ergibt ja keinen Sinn, ja eben. Spy stirbt? Ja. Weil wir eigentlich würde ich ja sterben, verstehe ich. Okay, da wir nur noch 6 Leute sind, Spy stirbt. Soll ich kurz? Ja. Mach du erstmal Blesk und dann mach ich. Okay, Party liegt links am Simon Says Dingens dran. Ich war da vorne an der Cam. Linda war bei mir, aber die ist nach oben weggelaufen. Und Shushu war auf der rechten Seite irgendwo bei Navigation. Und die ist jetzt auch tot. Und Mental ist auch bei rechter Seite. Oh! Mhm. Wenn Mental bei rechter Seite von war, dann könnte Mental vielleicht Shushu getötet haben, ja. Wir mit Mental an Light gewesen. Matteo, was bist du? Er ist rechts weiter. Also, wir können jetzt Timmit voten, weil ich bin der echte Spy. Oh. Wirklich? Ah. Nee, also die letzte Runde im Meeting gesagt, wo wir jemanden voten müssten.
Weil ich mir noch nicht sicher war, ob er vielleicht Jester ist und es wollte. Ah. Wisst ihr, ich meine? Okay. Und deswegen war ich mir noch nicht sicher. Warte mal, aber dann gibt, warum hat Simon dann gesagt, dass er gewendet ist, aber er ist nicht gewendet? Nee, also er ist nicht gewendet. Ich wollte einfach nicht gewendet. Pass auf, ich sag euch, warum ich ihn überhaupt voten wollte. Ich war im Vent drin und er ist zum Vent hingelaufen, so als ob er den Typ im Vent killen wollte. Und er dachte, ich bin Foster. Aber Spy macht auch Sinn, weil dann geht er auch zum Vent, um so zu tun. Also, ja. Oben, wartet mal. Upper Deacon. Varian läuft auf mich zu, fällt um. Deswegen denke ich, ich wurde gewarlockt, weil wenn er Sheriff gewesen ist oder whatever, dann wäre ich jetzt tot. Okay, aber Timid, warum callst du Spy, wenn ich Spy bin? Gute Frage. Gute Frage. Was bist du denn, Timid? Ich bin Spy. Und Mantle, du bist auch Spy? We got him. Ich bin Spy. Okay, was machen wir, Crew? Ich würde Timid voten. Jetzt Matteo natürlich. Nein, es ist Timid. Ich wollte Matteo. Was sein könnte, wir sind zu dritt rumgelaufen. Ich habe in der ersten Runde direkt Spy gecallt. Timid, Shu und ich sind ja zu dritt rumgelaufen. Und ich glaube, Timid und Shu... Oh mein Gott, Leute. Timid, du hast Shu getötet. Sie war Imposter, oder? You're dead. Ja, natürlich habe ich sie getötet. Mann, ich hatte direkt von Anfang an recht, ich wusste es, aber als er so gesagt hat, er ist Spy, da dachte ich, ach komm. So geil verarscht. Mein Herz. Warte mal, hä, was? Du bist nicht raus, Mantle, hä? Timid ist raus? Ah, ich dachte, warum war's Timid denn jetzt? War mir noch ein Jackal drin oder was? Hä, war da nichts? Oh mein Gott. Ich dachte, es muss Matteo, ich dachte, Matteo hat ein geiles Play gemacht. Er hat mich damit jetzt ranbekommen, weil ich natürlich auf Timid mitvote. Aber aus meiner Sicht war es jetzt viel wahrscheinlicher, dass es Timid war. Ich darf Mantle jetzt nicht killen, oder? Ich dachte, es wäre vorbei. Ich habe schon Monitor umgedreht, was? Wenn ich die Imposter alle gekillt habe, dann ist das Spiel ja nicht direkt vorbei. Wisst ihr? Wir haben noch einen Jackal drin. Tim Horus. Aha. Und dass Unge dann auch gesagt hat, das war nur ein Scherz. Und so, alles hat dafür gesprochen, dass Timid wirklich der Spy ist. Ich raff's gerade gar nicht, Chat. Rafft ihr das? Ich muss jetzt eine Leiche finden. Na, der hat hier drin gewartet, die Schweinesau. Hä? Ist ein Leichensarg da. Hä? Was? Das hat man noch nie. Geil. Wie? Was ist das denn? Jackal! Flesk, was hast du? What? Ja, ihr könnt nichts machen, ihr habt jetzt ein, ist so es ist jetzt Mexican Standoff, ja. Wow. Nee, ihr dürft erstmal nicht reden, okay? Ihr seid tot. Die Runde ist nicht vorbei, dankeschön. Was hast du angestellt mit den Leuten, Chris? Was hast du angestellt mit den Leuten? Also pass auf, ich breche die Runde nochmal auf. Es war ja mega, mega, mega schwer für mich, zwischen Matteo und Timid zu entscheiden. Matteo hat, glaube ich, gerade eine richtig kranke Runde gespielt, weil ich mit auf Timid gewotet habe. Weil ich dachte, wenn Timid sagt, er ist Spy in der ersten Runde und Unge dann sagt, Unge hat ja so gebaitet, und das habe ich geglaubt, dass er wirklich nicht gewendet ist und der Spy ist. Und ich dachte, dass der Matteo bei 6 Leuten versucht, Timid dann noch auszupressen. In Wirklichkeit war Matteo aber der Spy und hat mich und Timid richtig hart geplayt. Und ich habe gehofft, dass der andere Imposter mir irgendein Zeichen gibt, damit ich weiß, wen ich voten muss. Aber keiner von den beiden ist auf die Idee gekommen, mir zu sagen, wen ich voten muss. So. Sprich, ich habe den Falschen rausgevotet und ihr habt jetzt halt gerade nochmal zugestochen. Hab aber Glück, dass der Jackal drin ist und Unge weggeräumt hat. Ja, ich würde dich dann an der Stelle voten. Hier. Ich würde jetzt erstmal noch nicht voten, weil es kommt noch eine... Okay, pass auf. Erzähl. Ja, Timoros, das Problem ist, und darüber kann ich dich in 20 Sekunden informieren, wenn nicht mehr viel Zeit da ist, weil dann kann ich dafür sorgen, dass ich gewinne. Du hast nämlich so einen kleinen Fall, der dir nicht wirklich geläufig ist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem für dich. Ich werde mich jetzt einfach selber voten, weil ich... Nein! Was? Hä? Fuck, ich hab gehofft, du votest. Ich wollte dir für irgendeinen Quark erzählen und hab gehofft, du votest dann dich selber, aber du bist nicht drauf reingefallen. Das war halt outplayed. Oh Gott, was ist das? Ja, fuck. Mexican Stand-Up? Machen wir jetzt Proximity-Chat? Oh Gott, er fixt das Leid. Nee. Oh, fuck! Mein Triggerfinger! Ich hab Q gespammt und hab auch schon die Map aufgemacht, weil ich auf Tab gefettfingert habe. Lässt einfach Reaktor trennen, hä? Ach so, ja, das hätte ich machen können. Stimmt. Ja.
Ja, hey, ja. Hey, was war das? Als ob das so offensichtlich ist. Also oder Matteo. Der Reaktor in den Vent geht auch, oder? Ja, das war geil. Das war eine geile Runde. Das war übel funny. Okay, wollt ihr den Chakalruf nochmal hören?